Eine wunderschöne Frau betritt den Raum, du siehst sie, du wirst nervös, dein Herz rutscht in die Hose und du weißt nicht, was du tun sollst. Versuchst du sie von dir zu überzeugen und sie an dir interessiert zu machen? Oder ist sie schon interessiert an dir, als sie den Raum betreten hat, weil du diese Ausstrahlung schon längst auf sie übertragen hast? Wie du das schaffst, dass du nichts tun musst, sondern in der passiven Beobachterrolle einfach erleben kannst, dass Frauen auf dich stehen und liebend gerne in deiner Nähe sind. Das werden wir heute lüften, dieses Geheimnis. Mit dabei wieder Makako, unser Coach für Anziehung und Flirten in der Flirt Masterclass. Mega geil. Ich würde sagen, wir legen direkt los, denn wir haben einiges heute vorbereitet. Du kannst wie immer vorspulen, zurückspulen, wie du magst. Wir haben das gesamte Video knallgevollt mit wertvollen Tipps. So, wie du möchtest, mein Lieber. Viel Spaß beim Video. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Der Roman. Der hatte letztes Mal eine total geile Situation. Da lernt Mädels ohne Ende kennen. Ja. Da kriegt Telefonnummern ohne Ende. Und jetzt hat er endlich mal auch ein Date. Und das bei sich zu Hause. Applaus dafür. Total geil. Da war die Frau bei ihm zu Hause. Yes. Eine mega gute Zeit gehabt. Geflirtet bis zum Umfallen. Das hat er von irgendjemandem gelernt, ich weiß nicht von wem. Und mega gut in die Tiefe mit der Frau gegangen. Das hat er auch von irgendjemandem gelernt, ich weiß nicht von wem. Und dann waren sie in einer Situation, wo der Punkt kam, so aus seiner Aussage, er wollte mit ihr schlafen, aber hat sie nicht dazu bekommen. Und irgendwo dazwischendurch ist die Dynamik verloren gegangen. Er hat die Frage gestellt, was möchtest du? Und sie hat geantwortet, ich möchte Sex haben mit einem Mann, nur in einer festen Beziehung. Alles, aus was darüber hinausgeht oder davor geht, das kann sie sich nicht vorstellen. Und das ist eine Situation, und diese Situation im Speziellen, das höre ich so oft von vielen, vielen, vielen Männern. Sie treffen eine Frau und haben ein Date, die Frau kommt mit zu denen nach Hause, abends um 10 oder 11, trinken gemeinsam Wein. Dann kommt die große Frage, wie kannst du dir Sex mit einem Mann vorstellen? Willst du erstmal heiraten? Möchtest du eine feste Beziehung haben? Was ist für dich überhaupt eine Beziehung? Und die Frage jetzt an dich, wann ist der richtige Zeitpunkt, über dieses Thema überhaupt zu sprechen? Gute Frage, ja. Die eigentliche Frage hinter dieser Frage ist ja häufig eigentlich das, worum es geht, warum der Mann sich überhaupt nicht traut, mit der Frau zu schlafen. Und das ist die Frage. Das ist ein guter Punkt. Wie sehr ist es wirklich wichtig, Dinge immer zu diskutieren und verkopft zu betrachten? Wann fangen wir an zu fühlen und das zu tun, was sich gut und richtig anfühlt? Für beide, ja, für beide Beteiligten. Denn wenn du auf einem Date bist und du möchtest mal eben über die Straße, du möchtest eben die Straße überqueren, da sind zum Beispiel ein paar Autos, dann bietet es sich an, dass du sagst, komm, geh mal eben über die Straße und dass du mal eben deine Hand zu ihr reichst und sie kann gerade noch deine Hand greifen. Wenn sie nicht möchte, dann muss sie das auch nicht machen, aber du bietest es einfach an. Ah, ich lade dich ein. Höflich, genau, höflich für ein Gentleman, das ist deine Einladung für sie, sie über die Straße zu führen, ja. Und das Ganze hat dann natürlich einen ganz romantischen Touch, wortwörtlich. Ja. An dieser Stelle würde ich auch nicht stehen bleiben und sagen, okay, wir müssen über die Straße, wie siehst du das, mit Händchen halten, ist das okay auf dem ersten Date für dich oder sollten wir das nicht machen? Wenn du das tun würdest, dann glaube ich, sind die Chancen sehr, sehr hoch, dass sie sagen wird, also wäre mir nicht so angenehm. Weil du sie vor vollendete Tatsachen gestellt hast. Ja, weil sie dann einfach diesen Druck verspürt, jetzt muss sie sich entscheiden. Ja, und im Zweifelsfall lieber vorsichtig. Ja, das machen wir genauso. Im Zweifelsfall sind wir lieber konservativ. Wenn du Geld anlegst, im Zweifelsfall erstmal konservativ. Und das machen dann Damen und Mädels und Frauen auf dem ersten Date ganz genauso. So, was sich dort viel besser anbietet, ist dir einfach ein Angebot zu machen. Ja, in diesem Fall das Angebot, die Straße zu überqueren, deine Hand zu nehmen. Ähnlich beim ersten Kuss. Ein erster Kuss ist ebenfalls ein Angebot. Es ist niemals ein Zwang. Ja, das ist das Letzte, was wir machen wollen. Denn Zwang und Druck führt jeden Menschen dazu, Abstand von dir zu nehmen. Ja, das heißt, wenn es darum geht,
mit ihr intim zu werden, wie viele das formulieren, also zu schlafen, dann geht es auch hier nicht darum, sie irgendwie zu überreden oder irgendwie auszutricksen oder ins Bett zu manipulieren. Das sind Ah, Sachen, nee, das ist doch die scheiße. Machen infantile Kinder. Das ist Zeugs, was auch nicht zu einer glücklichen Beziehung führt. Das heißt, wenn du schon an dem Punkt bist, dass ihr darüber diskutiert, dann ist das Beste, was du tun kannst, zu sagen, weißt du was, ist alles gut, vergiss das Thema. Soll ich dir ein Glas Wasser bringen? Hier. Und dann machst du Musik an und wechselst das Thema. Ja? Setzt dich auf die Couch, bist ganz wieder locker und wechselst das Thema auf etwas Leichtherziges. Weil Ja, das genau, diese Leichtherzigkeit. zerebrale Diskussion führt nirgendwo hin. Die führt dich nur weiter von ihr weg. Ja, vor allem in den Kopf. Ja, so, was machen wir an dieser Stelle? Ich mag übrigens Makako deine ich hab Makako gesagt, er darf sich hier ruhig mehr einmischen. Und ich finde es geil, dass du das jetzt gerade machst. Das ist wahrscheinlich noch sehr ungewohnt für dich, so diese diese Soundbites rauszuballern, aber es ist sehr, sehr cool. Und deswegen freue ich mich mega geil auf diese Show, die wir gemeinsam machen werden. Makako, haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Vor einem Jahr noch. Da kamst du ins Coaching und hast ja bei Dates ebenfalls nicht mal dahin geschafft, dass sie überhaupt miteinander küsst oder geschweige denn miteinander schlaft. So, du weißt ja wirklich, was es bedeutet, nervös zu sein, quasi vor diesem Druck, dass irgendwas geschehen müsste. Ja, von Druck, da sprichst du es ja an. Es ist ja immer so toll. Es war so toll für mich, solange ich Spaß hatte. Und sobald ich das Gefühl hatte, jetzt kommt der nächste Step, das nächste Level, hat sich bei mir eine Art Leistungsdruck aufgebaut. So, oh, die nächste Hürde ist sichtbar. Und vor allem, ich möchte nächste Woche was berichten können. Verdammt, was mache ich jetzt? Und genau da ist es passiert. Druck erzeugt Gegendruck, hat mich in den Kopf gebracht. Ich habe meine Leichtigkeit verloren. Und dann war das ganze Thema gelaufen. Jetzt gar nicht im Praktischen, was danach passiert ist, sondern für mich innerlich. Ich hatte dann nicht mehr das Gefühl, Spaß zu haben. Und damit war das Thema für mich vorbei. Weil darum geht es ja. Ja, Spaß. Für sie ist dann das Thema genauso vorbei, denn wenn du nicht das mitbringst, was sie gerne hätte, und was sie gerne hätte, das ist nicht der Alpha oder der Macho, sondern was sie gerne hätte, ist, sie würde sich gerne in deiner Nähe wohlfühlen. Und wann fühlen wir uns wohl? Wenn wir Freude verspüren, wenn wir Spaß haben. Das heißt, der erste Schritt, ja, der erste Schritt grundsätzlich, wenn es zu so einer Diskussion kommen sollte, oder grundsätzlich auch einfach einen Schritt weiter zu gehen, wie sie an die Hand zu nehmen oder nach ihrer Nummer zu fragen, auch wenn du ihr das erste Mal begegnest, ja. Oder dann eben auch mit ihr zu schlafen, was eigentlich die schönste Nebensache der Welt sein sollte. Wohlgemerkt Nebensache der Welt. Sprich, das ist kein großes Thema, das muss nicht ausdiskutiert werden, sondern es ist eine wunderschöne Nebensache, die einfach so passieren darf, ja. Und wenn das bisher noch nicht so passiert ist, dann solltest du unbedingt auf deinen nächsten Malen, wo du mit einer Frau versuchst, irgendwie Interesse zu erzeugen oder bei ihr zu landen, gut zu punkten, solltest du auf jeden Fall wieder auf den Punkt Spaß wechseln. Jedes Mal, wenn es irgendwie Zweifel gibt, von wegen, was sollte ich jetzt tun, was sollte ich jetzt sagen, mach das, was sich in dem Moment einfach am witzigsten oder am spaßigsten anfühlt. Aber kommen wir zurück zur eigentlichen Frage, die Roman überhaupt hatte. Was soll man denn tun, wenn auf dem ersten Date die Frau sagt? Ja, ich möchte mit einem Mann eigentlich nur schlafen, wenn ich in einer festen Beziehung bin. Der Klassiker. Ja, also in solchen Fällen gilt es, Nummer eins, nicht zu diskutieren. Nummer zwei, das Ganze leichtherzig zu betrachten, ja? Raum geben ist einfach wichtig. Aber was kannst du wirklich antworten in so einem Fall? Ja, zunächst mal solltest du realisieren, dass sie das nur sagt, weil sie die Angst hat, dass du, wie viele Männer, nach dem Sex abhaust. Ja, und besonders wenn sie dich mag, besonders wenn sie doch so ein schönes Date mit so viel Tiefe hatte, was sie echt genossen hatte. Und sie hat während diesem Date und vielleicht auch schon in den Wochen davor dich echt schätzen gelernt und mögen gelernt. Dann wird sie dich nicht einfach so nach dem Sex gern abhauen sehen, ja, sondern dann hätte sie gerne in irgendeiner Weise eine weitere Bindung mit dir. Natürlich, wenn sie das so sagt, und dann hört sich das so an, als hätte sie gerne eine Beziehung. Und das ist doch wunderschön. Das ist zunächst mal, solltest du das als Zeichen von großem Interesse ihrerseits interpretieren. Ja, das ist ein sehr schönes Signal. Das ist schön zu hören, ja.
Das ist kein Stopper, das ist kein ich mag dich nicht oder nee, wir werden niemals miteinander schlafen. Nee, im Gegenteil. Das ist es pure bedeutet, Wertschätzung. Das ist pure Wertschätzung. Ganz genau. Also, es bedeutet, ich mag dich so sehr, dass ich gerne länger mit dir zusammen sein möchte. Bedeutet das, dass ihr jetzt unbedingt zusammen sein müsst, bevor ihr miteinander schlaft? Das kommt ganz von Case zu Case drauf an. Manchmal so, manchmal so. Aber die Tatsache, dass ihr das gesagt habt, bedeutet nicht sofort, dass ihr nicht miteinander schlafen werdet, solange ihr nicht zusammen seid. Es bedeutet lediglich, sie möchte wissen, dass du sie auch genauso magst und dass du dieselbe Wertschätzung für sie verspürst, dass du ihr ebenfalls eine echte Chance gibst, um vielleicht in einer Beziehung mit ihr viele, viele Jahre oder den Rest des Lebens glücklich zu werden. So, wie machst du das? Und das machst du, wie gesagt, als erstes, indem du respektvoll sagst, ist alles in Ordnung, ja, verstehe ich, ist alles gut, ja, und du gibst ihr diesen Raum, diese Leichtigkeit, wechselst das Thema, flirtest, hast wieder Spaß, ja, und danach, wenn sich das Ganze aufgelockert hat, dann könnt ihr wieder das machen, was sich einfach in dem Moment gut und richtig anfühlt. Und vielleicht ist das ja, miteinander wieder zu knutschen, und vielleicht ist das ja auch dann auf der Couch irgendwie rumzuspäßeln. Was danach passiert, ist möglicherweise der Fall. Was danach passiert, ist in eurem beiden Einflussbereich. Ja? Du kannst zu deinen Bedürfnissen stehen, du kannst sie küssen, sie kann dich küssen. Und wenn einer von euch danach sagt, hey, ich möchte heute übrigens nicht mit dir schlafen, dann ist das völlig okay. Übrigens, das ist etwas, was ich selber auf ersten Dates sehr oft sage. Übrigens, wir werden heute nicht miteinander schlafen. Das bedeutet einfach nur, dass ich keinen Druck haben möchte. Ja, ich möchte nicht, dass wir uns hier irgendwie in irgendetwas verhaspeln, wo wir denken, wir müssten etwas tun. Und wenn wir nach Hause gehen, dann gibt es da diesen komischen Moment, wo wir dann vor der Haustür stehen und oh, okay, lasse ich ihn rein, lasse ich ihn nicht rein. Das möchte ich einfach verhindern. Ja, wenn wir dann miteinander im Bett landen sollten, dann meine ich das auch so, ja, weil ich möchte auch diesen Druck nicht im Bett auf einmal aufbauen, ja, dann können wir auch einfach kuscheln. Das ist okay für mich. Das macht das Ganze schön, ja. Ab und zu sollte es dann auch passieren, dass wir vielleicht doch miteinander schlafen, weil es dann einfach so ein schöner Moment war. Aber dann ist das in diesem Moment in beidseitigem Einverständnis so geschehen, ja. Ja, aber sollte nicht nach einem Schema F gehen. Ganz genau. Das ist das Kern, die Wurzel des Problems hier liegt echt im Schema F. Denn das Schema F ist das, was du wahrscheinlich gerade versuchst herauszufinden, auch in allem, was wir jetzt gesagt haben. Okay, ich soll diesen Satz sagen, wir werden heute übrigens nicht miteinander schlafen. Okay, aufgeschrieben. Ja, aber das ist nicht, was funktioniert, weil du es machst, damit es funktioniert, sondern das ist etwas, was euch beiden einfach es mehr erlaubt, durchzuatmen. Ja, wenn du dir vorstellst, wie ein wunderschönes Date vonstatten geht und wie du eine Frau so von dir verzauberst, dass sie dich mag, dann solltest du dich dabei nicht verkrampft fühlen oder in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt fühlen, etwas richtig zu machen. Denn wenn du glaubst, du musst etwas richtig machen, dann hast du inhärent Angst davor, etwas falsch zu machen. Ganz und richtig. Aus dieser Angst heraus, wenn du Angst hast, etwas falsch zu machen, das ist wie ein Überlebensdrang. Ja? Dann fangen wir an, in Fight or Flight, schwarz-weiß zu denken. Und dann können wir nicht mehr aus all diesen Möglichkeiten in jeder Situation, die wirklich so vielfältig ist mit einer Frau, wenn du auf einem Date mit ihr auf einem Date bist, auch nicht wirklich diese Schönheit herausschöpfen. Das bedeutet, in jedem Moment spontan zu sein, auf sie einzugehen, empathisch zu sein, überhaupt selbstbewusst zu sein, bedeutet es, dass du dir selber bewusst bist. Ja? Und wenn du in Angst lebst von, ich sollte etwas richtig machen, ich darf nichts falsch machen, dann bist du nicht bei dir, dann bist du nicht dir selber bewusst, dann bist du dir lediglich, dann bist du in diesem Gefühl der Angst gefangen. Ja? Das heißt, um selbstbewusst zu sein, darfst du in dem Moment nicht dich deiner Angst hingeben. Und deswegen möchten wir dir hier gerade dabei helfen, dass du diese Angst loslässt und den Druck loslässt und auch bei ihr den Druck loslässt. Und ihr sagst, es ist alles in Ordnung. Ja, dass du selber sagst, du, wenn es nach mir geht, müssen wir beim ersten Date übrigens überhaupt nicht miteinander schlafen. Ja? Nö, wir können auch die Wohnung sauber machen. Oh, das wäre wundervoll leichtherzig, ganz ja, genau. Das wäre doch schön. Hey, wie wäre es, wenn wir heute zu mir nach Hause gehen und du machst die Küche sauber und das Bad und das Schlafzimmer und ich gucke dabei Fernsehen. Aber nur das, was du gucken willst, nur das, was du schauen willst. Wir sind ein Team. Wir sind, weil wir ein Team sind. Welche Frau kann zu diesem Angebot, kann dieses Angebot nicht abschlagen? Ja,
ist eine Frage des charmanten Rüberbringens. Das, was Makako gerade gemacht hat und sowieso immer macht, ist in dieser Leichtigkeit zu sein. Und wenn du in der Leichtigkeit bist, dann kann selbst dieser Satz wundervoll witzig ankommen. Ja, das heißt jetzt selbst meinst, dieser Satz. Das ist mein bester Satz. Das ist sogar dein bestes Angebot für ein erstes Date. Für heute zumindest. Spaß haben ist wichtig. Ja. Wenn sie anfängt, mit dir darüber zu reden, was sie nicht will, dann bedeutet das, dass sie sich gerade unter Druck gesetzt gefühlt hat. Ja. Und das bedeutet nicht, dass du irgendetwas falsch gemacht hast. Es bedeutet lediglich, dass ihr beide irgendwie Druck verspürt habt. So, alles gut. Alles gut. Wechsel das Thema, sei ganz leichtherzig und später könnt ihr wieder ein bisschen rumknutschen und vielleicht führt es ja dann doch ins Schlafzimmer. Aber nicht diskutieren. Und wenn sie sagt nein, aufhören. Ja? Das ist das Allerwichtigste. Es ist nicht nur deswegen wichtig, weil wir das sagen, weil es natürlich auch moralisch richtig oder auch gesetzlich richtig ist. Es ist auch das Richtige für sie und für dich, denn Druck führt nirgendwo hin. Ja, wenn sie irgendwie Druck verspürt, selbst in ihrem Blick anfängt irgendwie zu signalisieren, dass sie sich unwohl fühlt, dann musst du einen Schritt zurückgehen. Ja, das ist durchatmen, das ist wichtig. Das ist wichtig für euch beide. Und das bedeutet nicht, dass sie dich nicht mag. Es bedeutet einfach nur, sie ist vielleicht auch einfach echt nervös und fühlt sich, wie gesagt, in deiner Nähe etwas ängstlich, dich zu verlieren, weil sie so eine schöne Zeit mit dir hatte. Ja, ja, hast vollkommen recht. Prozess der Anziehung ist nicht linear, die ist dynamisch. Geht nicht nur in eine Richtung. Genau. Es gibt natürlich gewisse Schritte, die wichtig sind in so einem Leitfaden, aber die gehören einfach zu jedem Menschen individuell dazu. Also wenn ich dir jetzt wirklich einen Leitfaden Schritt für Schritt geben würde, dann würde das nicht zu dir persönlich passen. Ja, weil jeder Mensch da auch einfach anders ist. Makako ist viel leichtherziger, wie ihr gerade gehört habt, flirtet gerne rum, macht gerne Späße, macht gerne Witze. Das würde mir persönlich nicht liegen, zu meinem Charaktertyp einfach passen, weil ich gerne mehr in die Tiefe gehe und da auch durchaus auch ernster werde, ja, oder die Themen anschneide, die, über die man mit einem Fremden üblicherweise nicht spricht, aber dann eben, wo sie dann sehr gerne mit mir spricht oder sehr gerne dann auch mit unseren Teilnehmern, die Frau auf dem Date sehr gerne mit unseren Teilnehmern redet, eben weil er weiß, wie er so souverän in die Tiefe führen kann. Aber das ist eine Typfrage. Und wenn du eher der Typ bist, der verkopft ist und gerne mehr ins Herz, in die Leichtigkeit kommen möchte und dir das Ganze nicht zu sehr hier kaputt denken möchtest, weil das die letzten Jahre dich, wenn wir ehrlich sind, nirgendwohin gebracht und geführt hat, dann sollten wir für dich einen persönlichen Leitfaden erarbeiten. Ja? Und deswegen haben wir die Flirttyp und Charisma-Analyse, wo wir deinen persönlichen Flirttyp genau unter die Lupe nehmen, all deine bisherigen Frauengeschichten und was dort schiefgegangen ist, warum das ganz genau auch schiefgegangen ist und welcher Typ du eigentlich bist, um genauso wie du bist, attraktiv auf Frauen zu wirken. Das machen wir in der Flirttyp-Analyse und in der Charisma-Analyse schauen wir dann auch, wie wir dir den Leitfaden an die Hand geben, sodass du dann in den nächsten Wochen und Monaten die süße Arbeitskollegin oder die eine Frau im Bekanntenkreis oder natürlich auch die eine Frau beim Bäcker oder die du beim Bergsteigen oder Radfahren begegnet bist, so von dir verzauberst, dass sie sich gerne mit dir treffen, dir ihre Nummer geben, mit dir schlafen und natürlich auch eine Beziehung haben möchte. Ja, das machen wir natürlich kostenlos, etwa 60 Minuten in dieser Flirty und Charisma-Analyse. Dazu musst du dir aber einen Termin buchen, ganz wichtig. Das machst du in dem Link in der Beschreibung oder hier oben. Und dann suchst du dir einfach einen Termin aus in der kommenden Woche, Tag, Uhrzeit aussuchen und dann kriegst du dort auch den Leitfaden auf dich zugeschnitten. Was haben wir noch, Makako? Ich habe letztens eine geile Frage bekommen. Das war zugänglich von sehr jungen Kerl, so um die 16, 17, den ich auf der Straße gesehen habe. Bei mir hier in Frankfurt auf der Zahl, den von Weitem angesehen habe, dass er darauf aus ist, Frauen anzusprechen. Also stand wirklich in Startlöchern vor Galeria Kaufhof, wirklich gut angezogen, gut gestylt und wie ein Jogger, der bereit war, auf die nächste Frau loszupreschen, sobald sie gab. Und genau das hat er gemacht. Und zwar immer und immer wieder. Ich habe ihn eine halbe Stunde beobachtet und er hat wirklich sein Ding durchgezogen. Ist jedes Mal zu einer Frau hingerannt, hat immer dieselbe Bewegung gemacht, ist vorgestellt und irgendwelche, ich vermute mal, Sprüche aufgesagt. Was zur Folge hatte, dass keine Frau länger als 5 bis 10 Sekunden sich mit ihr unterhalten hat. Was ist da schiefgelaufen? Was da schiefgelaufen ist, ist, dass dieser Mann offensichtlich im Internet ein paar
Tipps befolgen möchte, die er dort gelesen oder gesehen hat, die ihm sagen, dass er mit einer ganz großen Energie auf die Frau zugehen muss, um dann irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen tut er etwas, was für ihn sehr unnatürlich erscheint und unnatürlich ist. Denn so geht er bestimmt nicht durch den Arbeitsplatz an einem Montagmorgen. Und hey! Ja, das heißt, er ist in dem Moment nicht er selber. Warum funktioniert es nicht? Wie soll es denn bitte funktionieren, wenn du nicht du selber bist? Wir haben es gerade gesagt, du bist nicht selbstbewusst, wenn du versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist. Das bedeutet, was schiefgegangen ist, in all diesen Momenten, ist schon längst schiefgegangen, als er sich dazu entschieden hat, Tipps zu befolgen, die ihm ein Gefühl geben, wo er sich nicht sicher ist, ob er das wirklich ist. Ja, das ist da schon schiefgegangen. Also schon in seiner Internetrecherche ist das Ganze schiefgegangen. Wenn diese Frau anders reagiert hätte, dann wäre sie in dem Moment interessiert an diesem, ich sag's mal, es tut mir wirklich leid, das so zu sagen, aber es ist, ich habe diese Phase selber auch mal erlebt, weil ich nicht an mich geglaubt habe. Ja, das ist jetzt schon x Jahre her, aber ich weiß noch, wie das ist, wenn du einfach nicht an dich glaubst und du deswegen glaubst, dass du dich verhalten musst wie jemand anders, ja, wie die Leute, die damit mehr Erfolg haben. Und dann wird sie da vielleicht dir ein paar Minuten zuhören und dir vielleicht sogar ihre Nummer geben, aber das macht sie, weil sie interessiert ist an dem Clown, der sie gerade bespaßt. Ja, das meine ich nicht beleidigend, sondern der Job eines Clowns ist es wortwörtlich, andere zu bespaßen. Und dementsprechend, wenn du andere einfach nur bespaßt, dann wirst du auch als so ein Bespaßer, als ein Clown wahrgenommen. Ich frage mich, ob du selber dabei Spaß hast. Wenn du dabei selber Spaß hast, ist die Sache eine ganz andere. Ja, aber dann würde, wenn du selber dabei Spaß hast, dann würdest du nicht von Frau zu Frau rennen, hin und her, wie der Mann, den du da gesehen hast, und zu versuchen, etwas von der Frau zu bekommen. Denn dann machst du es nicht aus freien Stücken. Aber genau das ist es ja, was ich meine. Wenn du das ausstrahlst, was du nicht bist, und da kann es um alles gehen, ob du einen großen Hey machst, schüchtern hingehst und einfach nur Hallo sagst und es überhaupt nicht zu dir passt oder zu deinem Wesen, dann wird diese Message auch niemals als solche angenommen werden, weil das bist nicht du. Ich bin mir sicher, was heißt sicher, ich habe schon oft probiert, dass ich genau dieses Hey auch mal ausprobiert habe. In der richtigen Motivation, richtigen Energie und der richtigen Situation vor allem Dingen funktioniert auch das. Wenn du zum Beispiel im Club bist, auf einem Festival, in einer großen Gruppe von Leuten, die eh schon gute Laune haben und du derjenige bist, dann ein bisschen mehr Laune reingehst und die Leute begrüßt, kann das durchaus auch funktionieren. Das tut es. Aber es sollte keine Lösung für alle Situationen sein. Es Ganz geht genau. Kein Schema F. Es gibt keine Lösung für unsere Probleme. Die Lösung ist zu lernen, wie du dich in deiner eigenen Haut wohlfühlst, damit du in jeder Situation souverän sein kannst. Dann brauchst du auch nicht im Internet irgendwelche Sachen googeln, wie werde ich schlagfertiger oder wie werde ich selbstbewusst, weil du es dann inhärent einfach bist und dich in jeder Situation selbstbewusst fühlst, sodass du nicht versuchen musst, etwas zu sein, das du nicht bist. Ja, das ist die eigentliche Lösung. Wir geben dir hier gerne Sprüche an die Hand. In unserem Video auf diesem Kanal findest du etliche Beispiele für konkrete Fragen, konkrete Sätze, die du im Gespräch mit Frau sagen kannst. Und dann wird das auch eine Wirkung haben. Aber ich sage jedes Mal in all diesen Videos, worauf es wirklich ankommt. Und das ist nicht der Spruch. Das ist nicht die Frage. Ja, das sind lediglich kleine Hilfsmittel. Du kannst dir gerne zum Beispiel drei wunderschöne Komplimente anschauen, wie du Frauen ganz von dir verzaubern kannst. Diese drei Komplimente, die findest du in diesem Video. Aber auch da wirst du nur fündig werden, wenn du es auch versuchen möchtest, dich in diesen Situationen dann auch wie du selbst zu fühlen. Das bedeutet, wir müssen lernen, selbstbewusst zu werden. Das ist die Quintessenz von allem. Frauen zu verführen bedeutet es, dass du dich selber wohlfühlst, ihnen dieses Geschenk zu machen, dass sie sich in deiner Nähe wohlfühlen können. Das Ziel ist, dass ihr euch beide wohlfühlt. Wenn du dir vorstellst, was eine langfristige Beziehung innehaben sollte, dann bedeutet das natürlich, dass ihr irgendwann miteinander alt werdet, Kinder habt, Enkelkinder habt und dann auch dieses glückliche alte Pärchen seid, was dann immer noch im Spazierengehen mit dem Krückstock die Händchen halten und sich dann einen Kuss geben. Das ist doch viel, viel erstrebenswerter als
so ein cooler Macho-Alpha zu sein, der vielleicht ein, zwei One-Night-Stands hat und sich vor seinen Freunden profilieren kann, aber es nicht hinbekommt, eine Frau länger als ein paar Wochen oder Monate bei sich zu behalten. Das kann doch nicht das Ziel sein. Das ist traurig, das kann nicht das Ziel sein, ja. Das bedeutet, wenn du von Anfang an du selbst sein möchtest, dann ist das die wahre Disziplin, die wahre Kunst, wie du eine Frau von dir verrückt machen kannst. Und dabei helfen wir dir liebend gerne. Dazu müsstest du unbedingt dieses Video weiterschauen und dann auch die kommenden Videos anschauen. Übrigens, um das hinzubekommen, haben wir auch einen neuen Podcast. So, offizielle Verlautbarung, der Podcast, den mache ich zusammen mit unserem Mindset Coach Nummer 1, unserem Glaubenssatzzerstörer, wie er liebevoll genannt wird, Dominik van Aave. Das bedeutet die Glaubenssätze, die wir uns so selber jeden Tag sagen, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir nicht selbstbewusst genug sind oder dass Frauen uns bestimmt nicht mögen. Diese Glaubenssätze, da ist er der Beste darin, die aus deinem Kopf rauszupicken und durch viel wohlwollendere zu ersetzen. Das bedeutet, dich selbstbewusster zu machen. Ja, das ist stark. Das machen wir. Das ist mega, mega geil. Das machen wir im Coaching. Das machen wir seit Jahren schon super effizient. Und jetzt haben wir den Podcast, wo Dominik gemeinsam mit mir eure Fragen dort beantwortet. Und in dieser Woche wird es um eine sehr, sehr coole Sache gehen. Denn in dieser Woche ist mit unserem Kickoff-Podcast ein kleines Geschenk mit reingepackt, wo ich jetzt nicht zu viel verraten möchte. Aber da drin bekommst du nämlich genau diese kleinen Gimmicks und so ein paar Beispiele für ein paar Sätze oder Fragen, wie du Frauen verrückt nach dir machen kannst. Also, den Podcast, diese Podcast-Folge bekommst du hier ebenfalls in der Beschreibung oder wenn du hier hochklickst und dann such auf all deinen gängigen Podcast-Formaten auf Spotify oder wo sie alle zu finden sind, auf Apple Podcasts. Hör rein, wir freuen uns auf dich dort ebenfalls. So, das ist mega cool. Das ist richtig, richtig cool. Da freue ich mich selber auch drüber. Ich habe einen Podcast selbst noch nicht gehört. Da freue ich mich korrekt auch drüber. Ja, wird cool. Ich freue mich da auch schon drauf. Wir haben jetzt schon 7 Folgen vorproduziert und das bedeutet, wir werden jetzt direkt in einem Schwung ein paar direkt releasen. Ich glaube, so 4 Stück sind am Anfang direkt mit draußen und danach Woche für Woche kommen weitere Folgen. So. Wird eine coole Zeit. Ah, da passiert was im Hintergrund. Ah, das ist spannend. Makako, wenn du diesen Dude, diesen Kerl mit dem Hey, jetzt gerade vor dir sehen würdest und er würde dich um Rat fragen, beziehungsweise vielleicht schaut er ja sogar zu oder ein Mensch, dem es schon mal ähnlich ging. Was wäre dein Ratschlag für diesen Mann? Da habe ich direkt eine Frage zurück. Ich nenne dich jetzt erstmal, und ich hoffe, du schaust zu, ich nenne dich jetzt mal Sebastian. Ich mag den Namen Sebastian, wie aus Nemo. Das war toll. Du bist vielleicht auch toll. Ich habe dich ja gesehen, wie du mit so viel Elan, so viel Energie wirklich Minute auf Stunde, ich weiß nicht, wie lange da rumgemacht hast, vielleicht sogar den ganzen Tag, dran gegangen bist. Ich respektiere wirklich deinen Mut, deinen Elan und wirklich dein Durchhaltevermögen. Und ich fand es halt schade, dass du nicht die Erfolge bekommen hast, die du haben wolltest. Die Frage an mich, an dich wäre jetzt zu sagen, ist, wie hast du dich bei der ganzen Sache gefühlt? Was wolltest du überhaupt erreichen? Und zwar auf den Punkt in dem Moment mit der einen Frau, die du in dem Moment angesprochen hast. Nicht im Allgemeinen. Das ist die Frage, die ich dich jetzt fragen würde. Als du zu der einen Süßen mit dem Rucksack hingegangen bist und der einen älteren Dame 2 Minuten später, die 2 grundverschiedene Typen waren, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Was hättest du vielleicht sehen können, wie diese Person sein könnte oder was dich an dieser Person vielleicht sogar interessiert, um sie dann gezielt anzusprechen und vielleicht erstmal versuchen können, kennenzulernen. In dem Moment. Das wäre das, was ich dich fragen würde, wenn ich jetzt vor dir stehen würde. Und ich hätte es vielleicht auch getan, wenn du nicht so beschäftigt gewesen wärst, Minute für Minute auf jede Frau, die vorbeigelaufen ist, hinzustürmen. Und dafür respektiere ich dich für diese Energie. Das finde ich richtig klasse. Aber ich würde dir auch gern als Message mitgehen. Versuch doch Menschen erstmal richtig kennenzulernen. Versuch dich selber kennenzulernen. Wie fühlst du dich im Moment? Warum möchtest du überhaupt mit Menschen connecten? In allgemeinen. Ob es die Frau da vorne ist, der Mann, der vorbeiläuft, der Hund, die Katze, der Laternenpfahl, egal was. Oder wer.
Vor allem, wie möchtest du dich fühlen? Das ist die Message, die ich hier für dich mitgeben möchte. Super, super, super geile Message und super wichtig, weil die meisten Männer, die zu uns in der Charisma-Analyse kommen, die sich erstmal diesen Leitfaden so bei uns am Telefon abholen möchten, kommen aus der Warte, dass sie sich nicht wirklich wohlfühlen im Umgang mit Frauen und auch gar nicht wissen, wie sie sich fühlen würden, wenn die Frau ihnen Brief und Siegel geben würde: Hey, ich mag dich, ich will heute mit dir nach Hause gehen, ich bin dein, ich bin gerne mit dir in einer Beziehung und ich werde dich niemals verlassen. Die meisten Männer wissen gar nicht, wie sie sich in so einer Situation wirklich fühlen würden und ob sie sich dann auch wohlfühlen würden in dem Moment. Und wenn wir davon reden, dass du dich mit einer Frau oder grundsätzlich einem anderen Menschen verbunden fühlst, dann geht das nur dann, wenn du in diesem Moment auch im Moment bist. Das bedeutet, dieses Gefühl, es geht nicht darum, dass du über Gefühle nachdenkst und dann irgendwie sagst, ja, ich fühle mich gerade nervös und da ist auch eine Spur von Unsicherheit dabei und dann ist da auch Angst und ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Das ist hier oben, da sind wir wieder auf der Kopfebene, ja. Es geht nicht darum, dass wir auf der Kopfebene so sehr unsere Gedanken, also jetzt habe ich schon gesagt, also nicht um unsere Gefühle als getarnte Gedanken entlarven, sondern es geht mehr darum, in den Moment, in die Gefühle reinzukommen. Das heißt, weg vom Kopf, in den Körper. Ja? Und in solchen Momenten, wenn du eine Frau auf der Straße siehst, die einfach wunderschön aussieht und ganz grazil und wie in Zeitlupe sich bewegt und du hast schon das Gefühl, sie ist wie aus einem französischen Stummfilm, wo du ihn sehen würdest direkt. Ah, ich liebe deine Bildsprache. Danke. Ja, jetzt war ich 3 Sekunden lang in deinem Kopf drin. Das war schön. Danke dafür. Das sind die Bilder, die ich im Kopf habe, wenn ich eine wunderschöne Frau sehe. Sie ist da nicht einfach nur irgendjemand, den ich ansprechen kann, sondern sie ist dann in dem Moment für mich Audrey Hepburn oder Monica Bellucci oder irgendeine Figur in diesem Universum, das sie gerade für sich erschaffen hat. Ja, sie ist die Hauptfigur in diesem Universum und ich möchte sie kennenlernen, ich möchte in dieses Universum eintauchen. Und dementsprechend sind dann auch meine Herangehensweisen, wenn ich mit einer Frau rede, ganz anders als wie bei den meisten Männern, weil ich tatsächlich in diesem Moment sie als vollwertiges Geschöpf wahrnehme. Sie ist voll und ganz da, ich bin voll und ganz fasziniert von ihr und dann frage ich einfach, hey du, ich muss dich einfach gerade fragen, du bist gerade hier so cool entlang gelaufen, bist du Tänzerin oder warst du mal im Ballett? Und dementsprechend wird sie dann auch ganz anders auf mich reagieren, weil sie feststellt, dass ich nicht einfach nur irgendwelche Frauen anlaber, sondern dass das wirklich was bedeutet. Ja, ich bin in diesem Moment gefangen mit ihr und das hört sich negativ an, gefangen, aber ich bin da sehr gerne gefangen mit ihr, weil es so ein wunderschönes Gefühl ist. Und das ist die Frage, die du dir dann stellen solltest. Bist du wirklich im Moment? Nimmst du alles wirklich so wahr, wie es wirklich ist? Nimmst du sie wahr für all ihre Schönheit, für all ihre Individualität? Oder nimmst du sie einfach nur wahr als, boah, shit, Frau, ich bin nervös, jetzt muss ich hingehen, Druck, Angst, Erwartungen, Erwartungsdruck. Dann bist du nicht im Moment, ja, das sind diese Sachen, die dich dann auch zurückhalten. Natürlich ist jetzt viel davon geredet, wie du dich wirklich fühlen solltest, aber die Frage ist natürlich, wie kommst du dahin, dass du dich so frei fühlst in dem Moment, ja. Und da kann ich dir nicht jetzt gerade das Gefühl, auch wenn ich es so gerne geben würde, in die Kamera zu dir auf dein Smartphone oder auf den Laptop rüber transportieren. Ich kann dir nur ein Bild davon malen und dir dann auch den Leitfaden geben, wie du selber dahin kommst. Aber dazu müssen wir einfach mit dir persönlich reden. Deswegen haben wir die Flirty und Charisma-Analyse, weil das ist nun mal eine Typfrage. Ja? So, wenn du das möchtest, dann klick hier auf den Link und dann hol dir einfach deine eigene individuelle Flirty und Charisma-Analyse. So. Zurück zu diesem Mann, den wir auf der Straße dort dann sehen, der sich dort wie ein Clown aufführt. Dieser Mann, auch wenn, wie du richtig gesagt hast, Makako, auch wenn sein Herz bestimmt am rechten Fleck ist und er versucht, das Richtige zu tun, so viel anders als der Mann, der sich nicht traut, auf Frauen zuzugehen, ist er gar nicht. Denn er traut sich nicht, das zu tun, was wirklich funktionieren würde. Das ist die Maske fallen zu lassen. Ja. Damit haben die meisten Menschen ein Problem. Auch die meisten Frauen. Menschen allgemein. Ja. Wenn du dir aber mal Frauenzeitschriften anschaust, im Vergleich zu den gängigen Männerzeitschriften, wenn du einfach mal morgen in den Kiosk gehst und dir dort mal durch die Zeitungen durchblätterst, was so in den Männerzeitschriften drin steht, ja, Autosport, Computer, Business, Manager-Magazine,
da geht es sehr viel um etwas zu erreichen, etwas in der Hand zu haben, Motorräder, Computer. Da geht es viel um Sachwerte, etwas zu sehen, Ergebnisse, ist alles sehr verkopft. Ja? Da ist immer das Ziel direkt zu sehen, was du haben willst. Wenn du durch Frauenzeitschriften blätterst, dann wirst du sehen, dass Frauen uns dort schon einige Schritte voraus sind. Denn in den Frauenzeitschriften, da siehst du solche coolen Ratgeber wie 7 Wege, wie du in diesem Sommer zu deiner inneren Göttin findest. Oder der perfekte Yoga-Retreat fürs Zuhause oder so. Mit so, Achtsamkeit Tipps, in den Tag starten. Mit wunderperfektes Beispiel, genau. Das Ziel in diesen Ratgebern der Frauenzeitschriften ist die Reise selbst. Das bedeutet, das Ziel ist, in dem Moment präsent zu sein, ins Gefühl zu kommen, sich nicht zu sehr zu verkopfen und zu überlegen, wie komme ich dahin, wie komme ich dahin. Nein, den Prozess zu genießen, in diesem Flow zu sein, das ist der weibliche Tanz. Es ist, im Moment zu sein. Und da haben sehr viele Männer Schwierigkeiten, sich in diesen Tanz einzufühlen und hinzugeben. Aber wenn du das nicht machst, dann kannst du nicht Frauen verführen. Denn Verführung bedeutet nicht führen und sagen, wo es lang geht, sondern es bedeutet, ihr diesen Raum zu ermöglichen, wo sie mit dir tanzen kann, wo sie dich kennenlernen kann, wo sie sich auf dich einlassen kann. Das bedeutet, du gibst ihr diese Plattform, in der sie strahlen kann, in der sie blühen kann. Das heißt, dieses Beispiel, wenn ich sie sehe und sage, du sahst gerade so elegant aus, wie du hier den Raum betreten hast, kann es sein, dass du irgendwie Balletttänzerin bist oder früher irgendwie getanzt hast, dann hat sie die Möglichkeit zu strahlen. Ja, das ist nicht einfach nur irgendein Kompliment, das ich rausgehauen habe, weil ich es kann, sondern das ist ihre Schönheit in ihrem eigenen Geiste, der jetzt wachsen kann. Ja, ich habe ihr nicht etwas gesagt, was sie jetzt sich irgendwie so ein Label aufkleben kann, wie du siehst echt toll aus oder du bist schön. Nein, ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, von sich zu erzählen, zu strahlen, zu sagen, ja, ich war tatsächlich beim Ballett, aber das ist schon sehr lange her. Das ist das, wo sie sich dann wohlfühlt, wenn sie sich wiederfinden kann in deinen Worten. Nicht einfach nur deine Worte wie ein Sticker auf ihre Stirn gebappt bekommt, wie du siehst echt heiß aus. Nein, sondern sie fühlt sich in diesen Worten wohl, weil sie sich in dir wiederfinden kann. Ja, so, wie kommen wir wieder ins Gefühl rein? Das ist die Frage. Und nicht, wie kommst du aus dem Kopf in weitere Sprüche oder in die richtigen ja, Hey-Hey-Ansprachen, sondern ins Gefühl, in den wahren Moment. Und das ist eine Typfrage, weil jeder Mensch da einfach anders ist. So, wie kommst du wieder in dein Gefühl hinein? Well, wir haben so viele Kunden gehabt, die einfach sehr verkopft sind, weil das ist der deutschsprachige Kreis. Wir wissen, was das bedeutet. Wir kennen diesen Typ Mann. Wir kennen dich quasi auswendig. Ja? Wir haben Tausende von Männern gecoacht in den letzten 10 Jahren. Tausende. Und davon fast alle an den Punkt gebracht, dass sie gesagt haben, ich bin glücklich in einer Beziehung oder ich bin jetzt endlich Single und ich weiß, dass ich Single bin, weil ich es mir selber ausgesucht habe und jetzt kann ich es endlich genießen und die Frauen endlich kennenlernen, die ich kennenlernen möchte und mehr Erfahrungen sammeln. Ja. Wenn du zu uns in die Charisma-Analyse kommst, dann werden wir herausfinden, ob du ebenfalls das Zeug dazu hast. Ja. Und wir werden dir kein Angebot machen, zu uns ins Coaching zu kommen, wenn wir nicht schon vor unserem geistigen Auge sehen und wissen, dass du das auch erreichen wirst. Das machen wir nicht, das wäre unethisch, da sind wir nicht daran interessiert. Aus diesem Grund haben wir auch nur einen sehr, sehr begrenzten Teilnehmerzahl pro Monat, die überhaupt in unser Coaching kommen. Ja, es kommen nur etwa 20 Männer maximal pro Monat in unser Coaching. Ja, das hat einen Grund. Ja, es hat auch seinen Preis, aber es hat vor allem den Hintergrund, dass wir nicht dich wie ein Produkt massenabfertigen wollen. Denn so wie wir mit Frauen reden und diese Tiefe und diese Ernsthaftigkeit mit Frauen auch an den Tag legen, das machen wir bei dir genauso. Ja? Dein Erfolg ist mir eine Herzensangelegenheit, es ist Makako eine Herzensangelegenheit, es ist Dominik eine Herzensangelegenheit, es ist Peschmann eine Herzensangelegenheit, es ist Kevin eine Herzensangelegenheit. Alle Coaches bei uns im Team wollen sehen, wie du diese Frau glücklich machst, weil sie mit dir zusammen ist und nicht mit dem nächstbesten Arsch. Und das kriegen wir auch hin, aber das kriegen wir nur hin, wenn du auch selber bereit bist, diesen Schritt zu gehen, die Maske fallen zu lassen. So, komm in die Flirt-Tipp-Analyse, da oben ist der Link und dann reden wir miteinander. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Makako. Vielen Dank, Makako, war eine geile Sache und das machen wir nächste Woche wieder. Also, wir sehen uns in der Flirt-Tipp-Charisma-Analyse. Bis dahin.